Heute habe ich ein besonders spaßiges Nähprojekt für dich. Eine Mütze im Baskenstil. Du kannst sie für Kinder und auch für Erwachsene nähen. Die Mütze ist Unisex. Schnapp dir die schönsten elastischen Stoffe, die du finden kannst, und leg los. Das passende Schnittmuster dazu heißt Claudette und ich verlinke es dir in der Infobox unterm Video. Du brauchst das Schnittteil achtmal aus Oberstoff und achtmal aus Futterstoff. Außerdem, wenn du magst, ein Lederstück oder ein Knopf als Verzierung. Lege jeweils zwei Schnittteile aus Oberstoff bündig rechts aufeinander und stecke eine der langen Kanten zusammen. Und das Ganze machst du jetzt mit den ersten beiden Schnittteilen aus Futterstoff nochmal genauso. So sollte es jetzt aussehen. Und bevor es an die Nähmaschine geht, machen wir das Ganze noch mit allen Schnittteilen aus Oberstoff und mit allen Schnittteilen aus Futterstoff. Und damit nichts schief geht, markiert sich Yves hier noch die Nahtlinie. Sie beginnt 1 cm oberhalb der Mützenspitze und sie endet direkt unten an der Kante. Denk dran, Anfang und Ende der Naht zu verriegeln. So sollte das jetzt aussehen. Nähe die zusammengesteckten Kanten mit einem Geradstich von der unteren Kante in Richtung Mützenspitze. Beende die Naht 1 cm vor der Spitze, indem du verriegelst. Und das Ganze macht Yves hier natürlich mit den Schnittteilen aus Futterstoff genauso wie mit den Schnittteilen aus Oberstoff. Das sollte dann so aussehen. Hier haben wir einmal die Schnittteile aus Futterstoff. Und du kannst hier gut erkennen, dass 1 cm an der oberen Spitze offen geblieben ist. Und das Ganze dann nochmal aus Oberstoff. Insgesamt hast du jetzt 4 Teile aus Oberstoff und 4 Teile aus Futterstoff. Lege je 2 zusammengenähte Stoffteile aus Oberstoff bündig rechts aufeinander und stecke eine der langen Kanten zusammen. Falte die Nahtzugaben an der Spitze auseinander und achte darauf, dass die Nähte aufeinandertreffen. Auf diese Weise knubbeln sich die Nahtzugaben dann nicht so an der Mützenspitze. Jetzt hat Yves die Kante zusammengesteckt und das macht sie jetzt mit den beiden restlichen Stoffteilen nochmal genauso. Und die Teile aus Futterstoff werden genauso zusammengesteckt. Und dann geht's an die Nähmaschine. Und weil du ja hier mit elastischen Stoffen arbeitest, solltest du eine Nähmaschinennadel verwenden, die zum Stoff passt, also zum Beispiel eine Jersey oder eine Stretchnadel. Die beiden entstandenen Schnittteile aus Futterstoff legt Eve jetzt wieder rechts aufeinander und steckt sie an der langen Kante bündig zusammen. Wenn du jetzt Lust bekommst, noch mehr Nähprojekte mit mir zu wuppen, dann klick dich doch auch mal rüber zu So Simple und abonniere meinen Gratis-Newsletter. Damit bleibst du nicht nur immer auf dem Laufenden, sondern du sicherst dir gleichzeitig über 100 kostenlose und exklusive Schnittmuster von So Simple. Einfach über den Link in der Beschreibung oder direkt auf meinem Blog anmelden und über viele tolle Schnitte freuen. Los geht's! Yves hat inzwischen die beiden Mützenteile zusammengesteckt. An einer der Seiten lässt sie eine 5 bis 6 cm große Wendeöffnung offen. Die Wendeöffnung hat sie sich hier mit einer quergesteckten Stecknadel markiert. Vor und hinter der Wendeöffnung verriegelt Yves die Naht. Und hinter der Wendeöffnung schließt Yves dann den Rest der Naht. Du kannst hier übrigens mit einem schmalen Zickzack arbeiten, um die Naht schön elastisch zu halten, oder du kannst auch wie Yves hier einen Geradstich verwenden, wenn du mit einem flexiblen Nähgarn, zum Beispiel mit Seraflex von Mettler, arbeitest. Das Mützenfutter ist jetzt vorbereitet und das Ganze macht Yves jetzt nochmal mit den Schnittteilen aus Oberstoff. Allerdings braucht sie hier keine Wendeöffnung. Yves fasst beim Zusammennähen der beiden Mützenteile aus Oberstoff noch so ein doppelt gefaltetes kleines Lederband ein. Das Lederstück hat eine Größe von 6 x 4 cm. Yves faltet hier das Lederband der Länge nach doppelt nach innen und steckt dann die Kanten zusammen.
Nähe die beiden Kanten des Lederstückes knappkantig mit einem Geradstich ab. Das sollte dann so aussehen. Du kannst natürlich auch ein fertiges, schmales Band nehmen, zum Beispiel ein Samtband. Falte das Lederband an den kurzen Seiten zueinander und stecke es an der oberen Spitze mittig rechts auf rechts an eins der vorbereiteten Teile aus Oberstoff. Anschließend kommt das zweite Schnittteil aus Oberstoff wieder rechts auf rechts obendrauf und Yves steckt hier die Kanten wieder schön bündig aufeinander. Das sollte dann jetzt so aussehen. Bevor es an die Nähmaschine geht, zeigt die Yves aber nochmal, wie die Mützenspitze jetzt aussehen sollte. Sie hat hier die Nahtzugaben alle so ein bisschen auseinandergelegt, damit die Naht nicht zu dick wird. Und dann kann sie einmal komplett entlang der zusammengesteckten Kante nähen. Beim Nähen achtet Yves darauf, dass die Nahtzugaben gerade im Bereich der Spitze schön glatt liegen, damit dort in diesem Bereich keine Wulst entsteht. Yves nimmt sich dafür so eine Ahle und schiebt dann die Nahtzugaben so hin, wie sie eben in der fertigen Naht mitgefasst werden sollen. Und damit ist die Mütze aus Oberstoff schon vorbereitet. Das sollte dann so aussehen. Hier kannst du das Lederbändchen erkennen, das Yves mit eingenäht hat. Statt mit so einem Lederbändchen oder einem Samtband könntest du auch die Mützenspitze mit einem Knopf verzieren. Damit die Nahtzugaben nicht so auftragen, kürzt Yves sie noch ein bisschen ein, ungefähr bis 3 bis 4 mm vor der Naht. Und natürlich auch im Bereich der Spitze, aber schön vorsichtig, um nicht in die Naht zu schneiden. Und das Ganze macht sie mit der Mütze aus Futterstoff nochmal genauso. Die Nahtzugaben der Wendeöffnung bleiben allerdings lang. So sollten die beiden vorbereiteten Mützenteile jetzt aussehen. Wende die Außenmütze auf rechts und stecke sie bündig rechts auf rechts in die Innenmütze. Achte darauf, dass sich die Nähte treffen. Die unteren Kanten der Mütze schließen genau miteinander ab. Und wenn alles gut zusammengesteckt ist, dann sollte es so aussehen. Nähe die untere Kante der Mütze entweder mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine oder mit der Overlock ab. Yves verwendet hier die Overlock. Sie näht mit einem 4-Faden-Overlock-Stich. Beim Nähen solltest du darauf achten, dass die Nahtzugaben hier schön auseinandergefaltet in der Naht mitgefasst werden. Dann liegt die Naht später in diesem Bereich schön glatt. Und so sollte der ganze Spaß jetzt aussehen. Durch die Overlocknaht ist die Mütze schön elastisch und schmiegt sich wunderbar an den Kopf an. Wende die Mütze durch die Wendeöffnung. Falte die Nahtzugaben der Wendeöffnung 1 cm nach innen um. Schließe die Wendeöffnung dann knappkantig mit einem Geradstich oder mit dem Matratzenstich. Yves näht hier mit dem Matratzenstich. Eine ausführliche Anleitung mit Video findest du natürlich bei So Simple und auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Forme die untere Kante der Mütze gut aus und bügle sie einmal ordentlich. Und damit ist die coole Mütze auch schon fertig. Bei der Größenbestimmung solltest du dich an deinem Kopfumfang und an den Fertigmaßen der Mütze orientieren. Die Fertigmaßtabelle findest du natürlich im E-Book. Am besten nähst du vorab ein Probemodell, zum Beispiel aus Stoffresten oder günstigem Stoff, und schaust, welche Größe für dich perfekt ist. Je nach Dehnbarkeit des Stoffes kann das auch so ein bisschen unterschiedlich sein. Also einfach ein Probemodell nähen und schauen, was für dich am besten passt. Dieses Schnittmuster eignet sich übrigens auch fantastisch, um aus Resten deines neuen Sweaters oder Shirts eine passende Mütze zu nähen.
Schreib mir doch mal in den Kommentaren, wie du mit unserer Anleitung zurechtgekommen bist und wie dir deine neue Mütze gefällt. Wir sind total gespannt darauf, von dir zu hören. Vielleicht bist du ja auch bei der nächsten Nähanleitung von So Simple wieder mit dabei. Das wäre super. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.